Zockermode. Typ und damit herzlich willkommen zurück zu Outlast. Ey, Alter, dieses Game macht mich jetzt schon fertig. Was soll denn das werden, Alter? So eine Tür, den interessiert den gar nicht, Alter. Gehen wir jetzt lang, ey, wo müssen wir lang? War nicht. Ach ne, hier waren ja. Achso, ne, ne. Komm ich jetzt hier rein? Immer noch geschlossen. Okay, also ich muss den Generator ja aufmachen. Hier waren wir ja. Den Generator anmachen müssen wir ja. Ah. Verkackte Priesterwichser, Alter. Fuck, Mann. Ich will da nicht runter. Water. Das und das, nicht geil. Gar nicht geil. Oh, Alter. Okay. Da geht's nicht lang, hier geht's lang. Okay. Da liegt was. Mal noch mal. Hypnotische Experimente und Forschung. 10. Februar 1954. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden hypnotische Experimente und die Forschung in Gebäude 13 im Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Erstens. Es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht, Fingerzeig, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisung in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihre zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Zweitens. Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber im Wachenzustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Okay. Oh, Alter, hier geht's gleich wieder voll ab, ne? Okay, dann gehen wir mal weiter und machen, machen wir hier um Ecke loopen. Was ist da? Batterie, das ist immer gut. So, Alter. Okay, Alter. Was? Who's there? Hier ist gar keiner, Alter. Oh, fuck, Generator. Ich muss ihn ja irgendwo anmachen, ne? Hier. Schalt die beiden Gaspumpen ein und betätige den Hauptschalter, um den Generator zu starten. Ja, hell. Ist okay. Oh, was für Gaspumpen? Der hängt schon wieder nach oben. Da hängt auch einer rum. Da auch. Dann gehen wir hier lang. Hier war nicht lang. Oh, Alter. Mein Herz schlägt schon wieder. Mit was weiß ich wohin. Dann gehen wir mal hier in zwei Türen, glaube ich. Und dann also hier, was hier? Pump. Ja, Pump rum, Alter. Alles klar.
Alter! Das ist so laut! Leute, das ist so laut! Mal ganz schnell hier rüber! Keiner. Das wieder aussehen macht, Affe? Alter! Keiner hier. Er haut wieder ab, okay. Gut. Weil da wieder ohne Licht hier überhaupt mal gar nichts ist, ne? Okay, ist an die Scheiße. Puh. Mindbreaker. Ja, wo? Ach so, der. Der Hauptschalter, ja, okay. Ist kein Alter! Boah, Alter! Kacke! Oh, Alter, hier ist auch noch ein Ding aus hier. Und tschüss, Alter. Kommt der? Kommt der? Ja. Sag ich doch. Er ist hier drinne. Alter, Scheiße. Mach die Flocke, Junge. Richtig.
Gott, ist er weg? Leute, ist er weg? Ich höre zumindest nichts mehr. Okay. Langsam, langsam. Hau ab! Alter! Oh, Alter, Kacke! Da lang, da lang! Ja! Fuck, Alter, hoch hier! Fick it, Alter! Nu? Alter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Notizen, was ist noch passiert? Großer Dreckskerl, dieser riesige Dreckskerl verfolgt mich. Ich habe eine Patientenakte über einen Chris Walker, einen Ex-Militärpolizisten, der mehrmals in Afghanistan war. Ein Großteil des Blutes an diesem Ort ist durch ihn geflossen, aber nicht alles. Alter. Ich weiß nicht, wo ich lang muss jetzt. Ich hab doch den Scheiß da angemacht. Muss der wieder runter? Ich hoffe nicht. Nu? Schon mal Lichtschalter? Oh, Alter, Leute, ich weiß nicht, wo ich hier lang soll. Ich muss wieder runter. Ich hab den Generator nicht angemacht. Aha! Scheiße. Mach doch gerne. Na, Alter. Puh. Geschäft. Ja, so einfach wird es wahrscheinlich nicht. Renn da hin. Rein mit dir. Sollen wir nochmal aufmachen? Da, läuft doch. Oh, Alter! Verrückter Affe. Sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers.
The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Original in der Gummizelle. Nein, Onkel geht hier nicht raus. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir noch mal kurz hier, was wir da haben. Vater Martins Zelle. Der Priester Vater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge. Für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe und Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Ah, Leute. Gucken wir doch nochmal raus. Was ist denn los? Der hat mir sammelten, Alter. Ja, was macht er hier? Ah, da liegen sie im Ort hier, ja, okay. Scheiße. Oh ja. Jeder hat so sein Hobby. Naja, okay, Leute. Ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und willkommen in der Gummizelle. Oh, Zockermale.